zeige ich euch bei mir zu Hause praktisch, wie man die Lendenwirbelsäule trainieren kann, mobilisieren kann, damit wir den Schmerzen lindern können und unsere Lendenwirbelsäule schützen können, um fit zu bleiben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und lassen uns starten. Also, ich starte erstmal mit der Mobilisation für die Lendenwirbelsäule. Das ist ja ganz wichtig. Ich lege mich ganz schön geradeaus auf dem Couch, meine Arme neben meinem Körper und meine Füße ziehe ich zu meiner Nase. Und jetzt fange ich von meiner Hüftbeuge, ein Bein nach dem anderen hochzuziehen. Ich habe das Gefühl, dass es immer ein Bein länger als die andere und immer im Wechsel. 10 bis 20 Mal wäre optimal. Immer ein Bein nach dem anderen. Da wird hier in der Lendenwirbelsäule-Bereich das ganze schöne Mobilisation entstehen. Ganz schön immer langsam im Wechsel. 8, 9, 10, 11, ich mache 15, 12, 13, 14, 15 und locker lassen. Als zweites nehme ich meine Beine in dieser Achse und lege ich mich hin, ganz schön. Und jetzt versuche ich, mein Becken nach vorne zu kippen, ganz komplett und wieder locker lassen. Drücken wir ganz massiv auf dem Couch, das Becken kippen lassen, damit die Lendenwirbelsäule länger oder den Rückenmuskulatur ganz unten länger werden und dann locker lassen. Schon mal nach vorne und locker lassen. Ganz schön nach vorne und dann locker lassen. 6, locker. 7, locker. 8, locker. 9, locker. 10 und locker. Und hier machen wir auch 15 bis 20 Mal. Okay, jetzt haben wir die Lendenwirbelsäule mobilisiert und jetzt versuchen wir, den Rücken komplett, besonders die Lendenwirbelsäule, zu entlasten von der Belastung in den ganzen Tag. Hier wird immer gearbeitet im Rückenbereich, indem der Bauchmuskulatur immer kürzer. Jetzt versuche ich mindestens, dass die Bauchmuskulatur strecken und den Rücken zu entlasten. Jetzt kommt mein Bein, das rechte, im 90 Grad Winkel. Versucht ihn nur, was ihr könnt. Aber dieser Winkel ist jetzt ganz wichtig. Und dann das linke. Die ziehe ich ganz schön hinten. Wichtig, dass die immer gestreckt bleibt. Versuche ich ganz schön hinten und immer nach vorne zu kommen. Ich habe hier den Couch, das ist ja wichtig, das kann mir helfen. Und der Rücken muss geradeaus, guck mal hier im Bauchbereich, ist die Muskulatur jetzt ein bisschen gestreckt. Und die Leiste links, jetzt versuche ich ganz schön Richtung Couch zu drücken, Rücken aufrecht halten. Und da halten wir 20 Sekunden, immer mit dem Druck Richtung Couch und halten. 2, drücken, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und schön locker lassen. Ich mache natürlich zu Hause 20 Sekunden, ist es ja besser. Und jetzt das zweite Bein, wichtig, dieser Winkel ist ja ganz wichtig, dieser Kniewinkel, 90 Grad. Und dann mit dem zweiten Bein nach hinten, richte mich ganz schön aus, Rücken aufrecht halten, die rechte Leiste Richtung Boden drücken oder Couch und Rücken aufrecht halten und immer ziehen, bis es hier in den beiden Bereichen hier ein bisschen zieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und schön locker lassen. Oh,
Das war schön. Und wir machen natürlich 20 Sekunden, damit es alles effektiver bleibt. Ja, und jetzt kommen wir zu der nächsten Übung, wo das gesamte Bauch- und Rückenmuskulatur stabil zu halten und kräftigen. Die Beine sind 90 Grad, Arme neben den Körper, wir legen uns auf den Couch und dann versuchen wir von dem Becken hoch zu kommen. Ganz schön das Becken heben, bis es hier Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur zusammenarbeiten. Nicht nach unten kommen und nicht übertrieben, sondern ganz neutral so bleiben. Und drücken wir die Gesäßmuskulatur und das Becken immer nach oben, bis hier ganz schön die Muskulatur spüren kann. Und dann halten wir 10 bis 20 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann langsam ruhig. Und nicht vergessen, wir wiederholen jede Übung mindestens 2 Runden. Das wäre schön. Ja, in der nächsten Übung versuchen wir jetzt die Bauchmuskulatur zu strecken, ganz schön länger machen, damit wir unsere Rückenmuskulatur bzw. die Lendenwirbelsäule entlasten können. Die Beine sind hüftebreit, leicht gebeugt die Beine. Jetzt die Arme hochnehmen, Becken ganz wichtig nach vorne bringen. Und jetzt versuche ich mich ganz schön nach hinten zu gehen, nicht in den Hüllkreuz. Versuchen Sie ganz schön geradeaus mit dem Rücken und dann nach hinten wie möglich strecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen und tief atmen. Das machen wir natürlich 2 bis 3 Runden. Das ist sehr schön. Ja, und jetzt, wer kann, kann er auf dem Bauchlage. Also wir gehen jetzt in den Bauchlage. Wer das nicht kann, dann kann er lassen. Es ist ja kein Problem. Das ist auch eine schöne Übung. Wir gehen auf den Bauch. Strecken wir die Beine ganz schön. Und nehmen wir unserer Unterarm auf dem Couch und versuchen wir jetzt nur unseren Überkörper bzw. unser Rücken ein bisschen hoch zu ziehen. Die Leiste und Beckenbereich richtig Richtung Couch drücken und der Körper hängen lassen und fallen lassen. Ganz schön locker und wir ziehen jetzt hier. Die Bauchmuskulatur sind jetzt gestreckt. Lendenwirbelsäulebereich ist ein bisschen lockerer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Wer sich jetzt wohlfühlt und kann ein bisschen eine Ebene oder ein Niveau höher gehen, ist ja schön, dann versuchen wir leicht erstmal minimal, dann steigern wir die Arme. Jetzt, guck mal, ich war in den Unterarm. Jetzt versuchen wir uns den Arm leicht zu strecken, der Rücken und die Leiste hängen lassen, drücken lassen Richtung Boden und ganz schön Rücken aufrecht, ganz schön. Dann spüre ich jetzt hier leicht, wie der Bauchmuskulatur sich länger werden. Den Rücken ganz schön entspannt, da zieht aber ein bisschen, drücke ich permanent runter Richtung Couch und halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Das wiederholen wir natürlich 2 bis 3 Runden. Keine Panik, wenn es zieht und ein bisschen schwer fällt hier in dem Bereich. Das muss sein. Das muss sein. Das heißt, hier wird gearbeitet, dass unsere Muskulatur hier sich gemeldet haben. Das ist ja wichtig.
Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsübungen. Das ist ja ganz schön für die Lendenwirbelsäule. Das ist mein Couch. Ich nehme ein Bein, egal welches, nach oben. Ganz leichter Winkel. Das zweite Bein ganz schön hinten. Guck mal, ich bin jetzt ganz weit weg von meinem Rücken. Und jetzt nehme ich der passende Arm drauf und der zweite oben. Jetzt versuche ich mit meinen Lendenwirbelsäule und meinen Hüftbeuger jetzt nach vorne zu kommen, bis die Leiste ganz schön, ich spüre in dem Bereich, in der Leiste ganz schöne Dehnung entsteht. Das entlastet meinen Rücken, der Bauchmuskulatur werden aktiver, gestreckter und halte mich ganz schön lange. Ich komme immer vorne und halte ich da oben 10 bis 20 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Wie ich gesagt habe, in dem Bereich und die Leiste spüre ich ganz schön eine sanfte oder ein bisschen mittelmäßig Dehnung. Der zweite Bein, ganz leichter Winkel von Anfang. Ich bin ja ganz weit hinten, das ist meine zweite Bein, ganz schön hinten. Passender Arm drauf, dagegen Arm oben. Jetzt versuche ich vorne zu kommen, mein Rücken, mein Körper oder Oberkörper vorne, bis die Leiste richtig zieht, sich streckt, die Bauchmuskulatur aktiviert, Rücken aufrecht und ziehe ich mich ganz schön oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen und tief atmen. Jetzt meine allerliebste Übung. Auf dem Couch sitzen, 90 Grad ist mein Bein, da kommt der andere drauf und dann ganz schön, ganz schöner Winkel und jetzt versuche ich das Becken und meinen Rücken nach vorne, aber auf geraden Linien zu gehen, bis die Hüfte sich meldet und die Leiste und die Lendenwirbelsäule ganz schön in den Bereich springen kann. Nach vorne, nicht runterkippen, sondern richtig geraden Rücken und ziehe mich ganz schön nach vorne. Halten wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Das zieht wirklich. Und jetzt das zweite Bein drauf. Wenn das was hier nicht geht, ist ja kein Problem. Kann ich ein bisschen variieren, wie ihr könnt, wie es bei euch lockerer und angenehmer ist. Das zweite Bein, guck mal, der Winkel muss hier stimmen, damit schön die Hüfte in einer guten Position. Komm, und jetzt meine Arme auf dem Couch, von Rücken und Becken nach vorne, gerade, nicht spucken, nicht spucken, ganz schön gerade. Ich fühle jetzt richtig meine Hüfte, bis mein Gesäßmuskulatur und die Lendenwirbelsäule sind schön locker und gedehnt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Oh, das sieht ja wirklich. Ja, das waren meine beste und Lieblingsübung für die Lendenwirbelsäule. Das lohnt sich wirklich, das zu machen jeden Tag, damit wir unsere arme Lendenwirbelsäule schützen können und dass wir keine Schmerzen in dem Bereich bekommen können. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.